So, herzlich willkommen zu einem weiteren Überblick zur nächsten Klasse, die wir jetzt durchnehmen werden. Das ist der Hexenmeister. Hexenmeister ist eine unfassbar starke Klasse, die es schon immer auch gewesen ist. Sie war von Anfang an eine der besten, wenn nicht sogar die besten Klassen. Und es hat sich halt jetzt die letzten 8 Jahre durchgezogen. Es kommen immer wieder gute Karten raus beim Hexenmeister, die total verschiedene Archetypen machen. Es hat beim Hexenmeister alles schon gegeben. Krasse Combo-Decks, krasse Aggro-Decks, krasse Control-Decks. Und es hat halt angefangen schon mit damals dem Zoo-Warlock oder Murloc-Warlock, was so die Aggro-Variante war. Also erst Zoo-Warlock, dann gab es noch Murloc-Warlock und dann gab es Hand-Warlock, was komplett anderes war. Was halt so darauf aufgebaut ist, dass man eine volle Hand hatte und damit irgendwas macht. Er hat super viele gute Anti-Aggro-Karten, namentlich sind es die Pfeil oder, oh Gott, wie heißt die Karten, der 3-Mana-Spell, der so viel Schaden macht, wie du Karten auf der Hand hast. Er hat unfassbar viele AOE-Karten, er hat unfassbar viele Single-Target-Removals, er hat richtig gute Kontrollsachen. Er hat aber auch Anti-Aggro-Sachen, wie zum Beispiel, dass es Demonic Project gibt oder so. Demonic Project sorgt dafür, dass dein Gegner und du, ihr beide, Monster wird aus eurer Hand ausgewählt und es wird in einen zufälligen Dämon verwandelt. Und das hat halt so eine Abwehr dann gehabt gegen viele Kombos. Also ich jetzt als Beispiel Maligostroide oder sowas, was es jetzt halt nicht mehr so gibt, würde dann ja Maligost in irgend so einen Dämon halt verwandelt werden, der überhaupt nichts bringt. Also der diese Kombo sozusagen nicht mehr spielbar macht und so. Und dann kann man auch so die Hand abfackeln vom Gegner und so. Also, oder Sachen aus dem Deck zerstören. Also, der hat es in seiner Klasse drin. Es gibt natürlich neutrale Karten, die das können. Aber es gibt halt Gnomferatu. Der macht halt, zerstört die oberste Karte des Decks zum Beispiel. Er kann sowieso Karten, er kann Decks zerstören, der Hexenmeister. Und deshalb ist er so gut gegen Combo auch, ehrlich gesagt, ja. Gut gegen Aggro ist halt durch diese ganzen AOE-Clears und so. Das ist halt, er hat richtig gute Werkzeuge, der Hexenmeister. Er ist schon immer eine vielseitige und vielleicht sogar die beste, also Klasse gewesen und vielleicht sogar die beste überhaupt. Und ich habe immer überlegt, wenn man Rang 1 erreichen will in Wild, geht natürlich auch so ein Aggro-Deck am allerersten Tag und so, ja, dass man damit halt einfach schneller Wins generiert als die anderen. Aber wenn es wirklich um die Winrate geht, wirklich darum, dein Gegner, egal was er ist, oder ein möglichst großes Feld an Gegnern zu besiegen, dann wird man auf jeden Fall zwangsläufig zur Frage kommen, ob nicht die Hexenmeisterklasse die richtige Wahl ist. Ja? Was wir hier so an Decks zeigen werden, dazu komme ich jetzt. Eine Sache bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob ich sie reinnehme. Es gab bis zu Theotar gab es einen Mechatoon Warlock. Es gibt jetzt noch eine andere Möglichkeit von Mechatoon. Und zwar ist es der Druide. Den gibt es auch noch selten. Da kommen wir dann auch. Werdet ihr auch sehen. Das ist aber eine ganz andere Kombo. Und der Mechatoon Warlock war sehr, 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 sehr lange präsent gewesen. Er ist immer wieder, hat er irgendwelche Karten gekriegt, die diese Mechatoon Kombo wieder unterstützt haben. Jetzt zum Beispiel ist es diese Todesröcheln-Karte, die irgendwann kam. Also, dass man ein ausgelöstes Todesröcheln sozusagen die Karte kriegt nochmal davon. Ja, und alle, die auf dem Feld sind, haben diesen Effekt und so. Und das war dann zum Beispiel, wenn Mechatoon aus der Hand gezogen wurde mit der dreckigen Ratte und dann zerstört wurde, dann konnte man Mechatoon immer noch wieder kriegen und so. Aber Theotar hat halt die Mechatoon-Kombo sozusagen voll ins Brüchen gebracht, weil jedes Kontrolldeck, was man sozusagen als Gegner haben will, wenn man Mechatoon ist, hat halt Theotar und damit triffst du dann Mechatoon oder Kataklysm und dann ist die Kombo nicht mehr so da. Von da aus bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich dieses Deck reinnehmen werde. Ich werde es versuchen, denke ich, aber im Nachhinein ist mir erst eingefallen, ach, es gibt es ja nicht mehr wegen Theotar. Und gut. Also, was wir hier behandeln werden, auf jeden Fall ist ein Even Warlock. Das ist ein unfassbar gutes Deck, was echt stark ist, was ich sehr, sehr mag, weil es so auf Giants basiert und so und dass man eine volle Hand hat, das finde ich super, super geil. Dann werden wir den Pain Warlock nehmen. Das ist im Grunde ein Dark Lair Warlock ohne Dark Lair. Dark Lair hat halt die Fähigkeit, dass er
Immer wenn du Schaden kriegst, refreshst du deine Mana-Kristalle. Früher war das 2, dann war es 1, dann war es ein 2-Mana-Minion, 3-Mana-Minion. Dieser Darklair ist ganz oft verändert worden, weil er halt Mana-Cheat ist. Der ist richtig, richtig gut. Ja, und den gibt's heute immer noch, aber ohne Darklair lustigerweise, weil die Endkombo, die man damit erreicht, halt die gleiche ist. Ja, und das ist halt dann mit Giant, 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 Luatep, Windzorn, irgendwie sowas, ja. Immer, trifft man immer noch, nicht allzu oft, aber trifft man immer noch. Was jetzt ein bisschen problematisch geworden ist, ist der Discard Warlock. Den gab es halt auch schon eine ganze Weile und da gab es auch so einen Cute Warlock. Da habe ich auch überlegt, ob ich ihn reinnehmen soll, weil es so ein Agro-Deck ist. Der halt viel über das Abwerfen von Karten funktioniert, die dann halt Monster beschwören, Schaden machen oder irgendwie sowas. Und da ist halt auch eine gebannte Karte jetzt in Wild. Sowieso, was ich hier jetzt vergessen habe reinzuschreiben. Der Hexenmeister hat 3 der 4 gebannten Karten. Der 4 gebannten Karten. So. Karten sind bei ihm. Ja, also es sind 3 Karten in Wild gebannt worden, die sozusagen zu stark sind, als dass man sie benutzen kann. Die habe ich auch eigentlich extra runtergeladen. Jetzt wundere ich mich gerade total, dass das nicht hier ist. Warte mal. Weil eigentlich sollte es in dieser Folie drin sein. Aber okay, dazu komme ich gleich dann am Ende einfach mit den gebannten Karten. So, 3 der 4 gebannten Karten sind auf jeden Fall bei ihm. Na, jetzt will ich das hier weg haben, so. Und dazu komme ich halt gleich nochmal. Discard Warlock ist halt sozusagen geschwächt worden, aber existiert immer noch. So, den werden wir uns anschauen. Reno Warlock ist allgemein eins der besten Decks überhaupt, wenn nicht das beste wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Das Problem ist halt, dass Renatal so genervt wurde und dadurch alle Reno Decks sozusagen echt stark geschwächt wurden. Ich hätte nicht gedacht, dass 5 Lebenspunkte so... Entschuldigung, so viel ausmachen, aber haben sie gemacht. Vorher war sehr viel kontrollig und Combo die Meta. Und durch Renatal-Nerf ist echt richtig krass das Aggro zurückgekommen. Und dominiert halt auch richtig hart. Wobei ein Reno Warlock würde immer noch durchhalten, bin ich mir sehr sicher. Damals habe ich Reno Warlock gespielt und Even Shaman, was jetzt auch so ein super Meta-Deck ist, war mein absoluter Lieblingsgegner, weil man ihn einfach nur richtig mies zerstört hat. So. Wirklich, du hast unfassbar viele Games dagegen gewonnen. Und da so krass viele Even Shaman rumlaufen, wäre das hier schon alleine eine gute Wahl. So, dann werden wir uns um einen Curse Control Warlock kümmern. Das ist ein Deck, was man halt noch seltener sieht. Also auch selten, ist nicht so oft so. Also am meisten würde ich jetzt erstmal sowieso sagen, Reno Warlock und Even Warlock sind so das, was man am meisten sieht. Und Discard Warlock eigentlich auch. Wobei das hier war super omnipräsent, als es noch nicht genervt wurde oder die Karte noch nicht gebannt wurde. Da haben super krass viele Leute Discard Warlock gespielt. So, Curse Control Warlock funktioniert halt so, dass ich die ganze Zeit das Board unter Kontrolle halte und dir so eine Flüche auf die Hand gebe, die dir halt Fatigue-Schaden machen oder so und dass du auf diese Art und Weise stirbst. Das ist halt die Combo, so und sowas, ich überlebe dich einfach und dann bist du verflucht. Mechatum Warlock werdet ihr höchstwahrscheinlich sehen, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich es mache oder nicht, wir werden es halt sehen. Und was ich eigentlich machen möchte noch, was ich auch damals versucht habe zu bauen, ist so ein Anti-Combo-Warlock. Also wie gesagt, also ein Anti-Alles-Warlock, ein Fick-Dich-Warlock, ein Fuck-You-Warlock, weil das Ding ist halt, er hat diese ganzen Anti-Aggro-Karten, er hat Anti-Combo-Karten mit Demonic Project zum Beispiel und so. Und er hat auch so Kombos, wo dein Gegner seine ganze Hand abschmeißen muss oder so. Also mehrere so eine Sachen hat er. Richtig, als einfache Karte, du hast 3 Runden Zeit, danach schmeißt du alles ab. Oder du hast halt richtig so einen Dämon, der Warlock kann dir eine Karte, hat eine Karte, die dir ein Monster gibt von ihm, was er hat. Und es gibt halt so einen anderen Dämon, der, wenn er Schaden kriegt, dann muss der Gegner immer eine Karte abschmeißen. Und du kannst deinem Gegner dieses Monster geben und dadurch sozusagen, wenn er ein Kontrolldeck ist oder ein Combo-Deck, dann verliert er seine ganze Hand. Und ehrlich gesagt, sowas habe ich schon mal gebaut und es war ganz gut, aber es war noch nicht perfekt. Und diesen Ansatz werden wir nochmal versuchen in diesem Ding. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das sein wird, ich vermute eher nicht, weil ich bin ein viel schlechterer Deckbilder, als ich immer möchte, aber... Gut, ich, ich,
ich will trotzdem das perfekte Deck haben. Und ich glaube, dass es da liegt, ehrlich gesagt. Mit meiner ganzen Erfahrung, die ich in Wild habe, glaube ich wirklich, da ist das Eldorado, der Heilige Gral, da ist das Superding. Ich glaube wirklich, dass es da ist. Also, das ist meine persönliche Meinung. Andere denken natürlich anders, ne? Aber ich glaube wirklich, das ist mein Schatz. So, jetzt möchte ich aber noch ganz kurz zu den gebannten Karten kommen, die ich nämlich vergessen habe. Ich lösche jetzt hier mal kurz einfach alles. Dann gehen wir hier mal in mein... Dann gehen wir mal kurz in meine Downloads, weil ich habe da halt meine Hearthstone-Decks und ich habe extra beim Warlock, habe ich die gebannten Karten extra in so, also mir extra runtergeladen. So, warte mal. Und dazu möchte ich halt kurz was sagen. So, zack, zack und zack. Ich fange mal zeitlich in der richtigen Reihenfolge an, in der das sozusagen passiert ist. Obwohl ich mir gerade nicht sicher bin, ob er der Erste ist. Aber doch, ich glaube schon. So, als Erstes haben wir den Stealer of Souls. Ja, warte mal, dann kann ich die anderen eigentlich auch gleich reinkopieren. Passt es gleich dreimal hintereinander? Ups, passt es gleich dreimal nebeneinander? Warte mal. Ey, ich will das hier ausschneiden und gucken. Alter, dicker Rappen. Ey, Paint macht mir jetzt auch gerade schon ein Problem. So, zack, zack. Und die dritte Karte ist die Quest. Wo bist du? So, zack. So, es hat alles draufgepasst. Perfekt. Okay. Also die erste Karte, die gebannt... Also, es gibt vier gebannte Karten in Wild. Die vierte gehört zum Priester. Das ist eine Karte, die zieht dir zwei Minions und vertauscht die Stats. Und dann wurde es später, dass es nur das Leben vertauscht. Es hat ein unglaublich toxisches Deck gemacht, dass ich einen 2020 Darkness ins Deck nehme und ein Einmaner Schwein. Und dann sozusagen konnte ich 40 Schaden in meiner vierten Runde machen oder so. Es sei denn, ich habe Minion gezogen, dann hat der Gegner direkt aufgegeben, weil er konnte die Kombo dann nicht mehr machen. Aber es war richtig abgefuckte Scheiße auf jeden Fall. So, Priester hat die vierte der vier gebannten Karten. So, die erste Karte, die gebannt wurde, ist der Stealer of Souls, der hier. Ja, er hat den Effekt, wenn du eine Karte ziehst, dann verwandelt er die Mana-Kosten in Lebenskosten. Und damit waren halt Kombos möglich, die dir in der dritten Runde, da hat er noch 4 gekostet, muss man dazu sagen, ja. Da war der noch nicht genervt auch, ja. Erst wurde er genervt, dann wurde er komplett gebannt, weil er trotzdem ja noch funktioniert. Also erstmal, er ist ein Dämon, damit kann man sich das als Hexenmeister ganz gezielt raussuchen, ja. Dann habe ich 3 Dämonen entdeckt, 2 ihn und 1 Mal'Ganis und das war es schon so nach dem Motto. Also er hat ja den Effekt, wie gesagt, dass er deine Kosten in Lebenspunktekosten umwandelt. Und da konnte man halt mit 2 Minions eine Combo verursachen, wo du im Endeffekt gewonnen hast. Entweder dadurch, dass du Mechatun fertig gespielt hast, oder dadurch, also in der dritten, vierten Runde, oder dadurch, dass du das Board so schlimm gestaltet hast, dass der Gegner im nächsten Moment totgeschlagen wird. Ja, und das Ding ist, es gibt halt 2 Minions, die machen dich immun, entweder allgemein für immer oder in deinem Zug. Und wenn ich halt ihn spiele, dann das, was mich immun macht, dann kann ich so viele Karten ziehen, wie ich Card Draw und so weiter habe. Zum Beispiel mit Plot Twist oder so hat man das dann gemacht, dass ich meine ganze Hand tausche und dann hat man halt ganz viele Card Draw Karten und so gehabt. Und das war richtig übel. War ehrlich gesagt eine geile Kombo, muss ich sagen, aber es ist halt deprimierend, dagegen zu verlieren, weil du kannst nichts machen. Und dementsprechend sind allgemein diese Bans passiert, weil es halt sehr depressive Niederlagen sind, ja, weil du kannst nichts machen. Runde, also er hat 4 Mana gekostet, da gibt's halt so Dämonic, wie heißt das, so ein Schulbuch von Skullomancer, dann entdeckst du einen Dämon und der nächste Dämon, den du spielst, wird 1 Mana billiger, ja. So, das heißt dann zum Beispiel, er kostet da nicht 4, sondern 3 oder jetzt 5, ja. So, und dann konntest du das halt schon dadurch beschleunigen und so. Und dann ging es halt richtig los. Es war richtig, richtig übler Scheiß. So, die nächste Karte, die gebannt wurde, die auch mehrfach genervt wurde, ist halt hier The Demon Seed, die Questline vom Hexenmeister. Es gibt jetzt halt in Wild ab und zu noch sehr selten Pirate Warrior und öfter mal sieht man noch so einen Quest Hunter. Diese Quests haben noch überlebt. Sonst sieht man eigentlich gar keine Quests, denke ich, in Wild. Von den Leuten fällt mir gerade nicht ein. Also Druiden-Quest oder so.
klingelt gerade nicht. Es war der, der, glaube ich, Rüstung in Angriff gegeben hat oder so. Auf jeden Fall, das sieht man nicht so wirklich. Gar nicht sogar. Und die Quest hatte halt den Effekt, also die Questline, man muss sich immer selber verletzen und dann schreitet man vorwärts in der Quest, ja. Und das Endergebnis von der Quest war ein Minion, der den Effekt hat, dass jeder Schaden, den du in deinem Zug kriegst, wenn du dran bist, den kriegt dein Gegner. Und das trifft halt ganz stumpf schon einfach für Tick-Damage, also wenn du sozusagen dich selber ausdrawn würdest mit Hammett oder so, also irgendwas, was dein Deck vernichtet, oder jetzt gibt's halt diesen Jailer oder so, aber der ist halt sehr teuer, würde halt bis Runde 10 dauern, so lange liefen die Games nicht, dann würde er schon den Fatigue-Damage kriegen, aber da gab's halt so Sachen wie ein Imp, der 3 Mana kostet, einen 5-5er, und immer wenn du ein Monster spielst, musst du 5 Schaden einstecken. Und dann gab es halt andere Karten, die dir 5 Schaden machen, aber du kriegst 5 Rüstung und bla bla. Und die Verbindung von diesem Imp und diesem Typen oder so hat, also du spielst den Imp und dann diesen Typen, das heißt, du kriegst schon 5 Rüstung und der Gegner hat schon 10 Schaden bekommen. Nur für 4 Mana und so. Und dann Live-Tap immer und bla. Also das war halt so die Killer-Kombo mit diesem Imp. Das hätte ich jetzt hier, vielleicht hätte ich den hier auch reinnehmen sollen oder so. Dass man den mal kurz sehen kann. Aber das war halt auch sehr depressiv, dagegen zu verlieren, weil du kannst nichts machen, so. Ja, so dementsprechend ist er hier auch raus, ja, weil das einfach zu krass abused werden konnte, genauso wie er halt einfach zu krass abused werden konnte. So, jetzt kommen wir zu Tome Tampering. Das ist eine Karte, die ich damals in meinem Review auch schon als sehr, sehr stark gesehen habe, und das ist die Wiederbelebung des Discard Warlocks sein würde. Ich wusste damals schon, dass ich recht haben würde, und das ergibt nur Sinn, dass es gebannt wird, weil ein Discard-Warlock funktioniert ja so, dass Effekte ausgelöst werden durch Karten, die abgeschmissen werden. Es gibt zum Beispiel Karten, die, wenn die Karte abgeworfen wird, mach 4 Schaden an ein zufälliges Ziel. Wenn die Karte abgeworfen wird, verteile 6 Schaden. Wenn die Karte abgeworfen wird, mach irgendwie 2 Schaden an alles. Nee, ach Quatsch, das ist eine Karte, die schmeißt eine ab und die macht 2 Schaden an alles. Dann gibt es mehrere Diener, wenn sie abgeworfen werden, werden sie beschworen. Gibt es 3 Stücke auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich noch, dass du 3 Karten ziehst, wenn es abgeworfen wird. Der Kartor ist hier auch unfassbar wichtig. So, und das Ding ist, der Discard Warlock war ein richtig mieser Damage-Dealer. Ich habe, als die Karte hier noch nicht gebannt wurde, habe ich nicht ein einziges Game gegen Secret Mage verloren, und das heißt schon was. Ja, weil das Ding ist, du schmeißt die ganze Zeit irgendwelche Sachen ab und machst halt Schaden, bam, 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 und das haut richtig rein. So, das Problem ist jetzt, normalerweise, wenn die Karten abgeworfen werden, dann sind sie ja weg. Dann ist der Effekt vorbei und bla bla. Diese Karte hat aber möglich gemacht, dass man das umgehen kann. Nämlich, die Karte ist dann ja gar nicht weg. Weil sie wird ja wieder in dein Deck reingemischt. Was im Klartext heißt, diese ganzen Beschwörungen und Card Draws und bla bla bla. Und du machst 6 Schaden verteilt und du machst 4 Schaden. Das kriegst du ja alles wieder. Es gibt noch eine andere Karte, die dann bei Mechaton zum Beispiel wichtig ist. Kataklysm. Die schmeißt auch deine ganze Hand ab, so wie das hier. Und zerstört das gesamte Feld, ne? Und da ist es zum Beispiel auch so, wenn ich das ganze Feld zerstöre und dann 6 Schaden zufällig verteile, dann kann ich ja nur noch das Gesicht des anderen treffen. Und das heißt, ich hau die ganze Scheiße rein, das kann ich 2-mal machen, ich hau's nochmal rein und dann habe ich nochmal Kataklysm 2-mal im Deck, womit ich nochmal meine ganze Hand abschmeiße und nochmal halt so unfassbar Schaden mache. Zumal man auch, als Hexenmeister hat man auch Wege, eine Karte abzuwerfen, und dann kriegst du sie doppelt wieder auf die Hand zurück oder sogar noch mehrfach. Dann kannst du das Todesröcher noch auslösen. Das heißt, diese Damage-Dealer-Karte kannst du dir unfassbar oft wiederholen, wenn dein Deck so ausgelegt ist, ne? Und das war einfach nur mega krass. Das war halt, das Game war Runde 4, 5 im Endeffekt vorbei. Und wenn du nicht irgendein Deck warst, was unfassbar Rüstung generiert hat, was eigentlich nur ein Druide kann, ein Odd Warrior vielleicht auch, aber eigentlich ist ein Druide da noch besser im Rüstung sammeln, ironischerweise, dann war das Ding halt einfach durch. Dementsprechend sind diese 3 Karten halt auch in Wild gebannt. Darauf wollte ich halt nochmal eingehen, weil der Warlock hat halt 3 dieser Karten. Und das Ding ist halt bei Warlock, dass er unfassbar viele Möglichkeiten hat und man findet bei ihm immer richtig, richtig, richtig starke Kombos. Und ja, ich frage mich wirklich, ob man sagen kann, dass es die allerbeste Klasse ist, weil er unfassbar, unfassbar gut ist einfach. Meine meisten Wins müsste ich auch mit Hexenmeister oder Priester haben. Oder Milrog. Also ich habe immer Milrog gespielt in der Firepriest und irgendwelche so eine Warlocks, ja. Und
Da werde ich höchstwahrscheinlich die meisten Siege haben. So, das war jetzt der Überblick. Der war jetzt viel, viel länger als die anderen. Aber hier gab es auch einfach mehr zu sagen. Also allgemein zu sagen. Und ja, dann werde ich nach und nach die Decks machen. Und ja, dann fange ich gleich mit dem Evil Warlock an. Ich wollte das alles hier schon gestern erledigt haben, aber ich habe irgendwie offen gestanden scheiße geschlafen und ich habe mich die ganze Zeit verhaspelt so. Und dann habe ich so nochmal versucht aufzunehmen, mich nochmal verhaspelt und so. Und deswegen habe ich dann gestern sozusagen aufgegeben und habe gedacht, okay, mal, ich gehe jetzt ins Bett und dann, also gehe früh ins Bett und dann versuche ich morgen mit neuer Energie das nochmal und ist jetzt ja schon viel besser gelaufen. Also los geht's dann mit Evil Warlock und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann da. Danke fürs Zuschauen, tschüss.